Hallo Messerfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier beim Hillbilly auf dem Kanal. Ja, wir haben ja den Katalog schon angeschaut von Wildsteer und jetzt schauen wir uns noch kurz das Technic etwas näher in echt an. Ich habe mich für die Version entschieden, also das Technic Modell, die unbeschichtete Klinge. Im Vergleich hier gibt es ja noch das Wildtec 4, die hat eine Beschichtung drauf, also die unbeschichtete satinierte Klinge. Glatt mit der schwarzen Paracord-Wicklung und die schwarze Molle kompatible Nylon-Scheide dazu. Zubehör habe ich weglassen, Taschenlampen und Feuerstil und sowas, das habe ich ja selber schon genug. Wieso die Molle kompatible? Weil ich kann die dann wunderbar draußen an den Rucksack dran machen. Ne? Das ist klasse Dinger, kann man so durch drei Molle-Schlaufe passt ungefähr durch und dann kann man das wunderbar auf die Schnelle an Rucksack hin und weg machen. Hat hier hinten nochmal eine Lasche, hier eine. Ne? Klar. Kann man nochmal hier zwischendurch schlaufen und hier zwei so molle Dingern, dann bewegt sie sich nicht mehr hin und her. Da ist auch ein Lenyer dabei, wo da unter dran ist, wenn man es als Neckknife tragen will, habe ich jetzt aber weggemacht. Hat natürlich auch noch eine normale Gürtelschlaufe hier, dass man es normal am Gürtel tragen kann. So, den Katalog machen wir kurz weg. Und ja, da kriegst du auch, ich habe meine, mein Zentimeter ist gerade weg, nehmen wir mal kurz die Schieblehre, messen wir mal kurz, aber ich denke mal da passt ein, ah ja, wenn man drückt, also ein 5 cm Gürtel kriegst du hier durchgeschlauft, also ausreichend Platz, hat einen Druckknopf, kein Klett, gefällt mir auch gut, mag ich nicht Klett an den Dingern, und hier haben wir das Wildsteer Technic. Auf der Klinge haben wir hier nur stehen France und Sandvik. Verwenden für dieses Modell 12C27 von der schwedischen Stahlhersteller Sandvik. Das größere Modell mit der 16 cm Klinge vor die Fallschirmspringer Selisus aus dem C14C28N. Doch aus einem etwas höherwertigen. Da haben wir dann nur noch das Logo drauf und die Rückseite ist komplett blank. Das Messer hat keine Griffschale, wie die wenigsten eigentlich von Wildsteer, sondern die meisten haben Paracord-Wicklungen, die die Chefin persönlich da dran wickelt in jeder freien Minute. Schönes Muster und liegt griffig in der Hand, muss man echt sagen. Ist wirklich egal, mit nasser, öliger Hand. Es hält halt bombig, ne? Und im Notfall, sage ich mal, Druse, hätte ich schon noch jede Menge Schnur zur Verfügung, ne? Hat eine schöne Fingermulde da vorne bekommen. Darum gefällt mir das Modell eigentlich auch besser wie die alte ohne, so die im klassischen Design. Du hast halt einfach da einen super Schutz. Wenn der Finger da drin ist, ein bisschen arbeite mit dem Messer. Oben hast du ein ordentliches Chimping, das greift auch immer gut. Und so hast du das Messer wirklich super sicher in der Hand. Hier oben die Daumenauflage ist griffig, da ist der Finger hier drin. Und da schien dir mit der Paracord-Wicklung ein super Griff. Also ein sehr sicheres Messer. Da musst du dich schon äußerst dumm anstellen, dass du da auf die Klinge rutscht. Da vorne ist dann so eine V-förmig ausgeschnittene Kerbe. Das ist natürlich praktische Schleifkerbe. Da kannst du Ansätze zum Schleifen und sie sagen. Mit dem Ding dahinter, da kannst du über den Feuerstahl gehen. Wird da halt mit der Zeit, sag ich mal, der hintere Millimeter von der scharfen Schneide, selten wird es da halt am Feuerstahl mal rundschleifen, ne? Aber naja, das sehe die Franzose ein wenig lockerer, ne? Ich hätte es besser gefunden, wenn dahinter vielleicht die beide Kante hier oben nicht gebrochen wäre, sondern die hätten wir halt auch scharfkantig lassen können, hätten wir können so über den Feuerstahl ziehen. Und ich sage halt, da kommt nämlich die Schleifkerbe dahinter, die ist extra scharf, damit kannst du auch drüber ziehen, ne? Wird die halt mit der Zeit ein bisschen größer und es kostet eine bestimmte letzte Millimeter scharfe Schneide hier, ne, wenn man das zu viel Feuerstahl nimmt. Aber so gut, so haben es die vorgesehen. Das Paracord findet einen Abschluss in einer schönen Schlaufe. Da kannst du entweder nochmal was dranhängen oder das da irgendwo dranhängen. Und man hat diesen Stahlrohling bei der Herstellung hier nochmal in so einem schönen vierseitigen kleinen Pyramide auslaufen lassen, die natürlich noch als Glasbrecher dienen kann, ne. Damit lässt sich im Notfall mit Sicherheit gut eine Scheibe zertrümmern. Oder wenn man sonst halt irgendwo viel Druck auf einen kleinen Punkt bringen will. Ne? So ganz schön spitz und Material ist ja hart genug. Ne? Gehärtete 12C27 auf. Haben wir noch Rockwell-Angabe.
Gucken wir doch mal nach. 59 bis 60 HRC, also auch hart genug. 550er Paracord. Klingenstärke 3,8 mm. 9 cm Klinge vorne und eine Gesamtlänge von knapp 21 cm. Scharf ist das Ding wie Sau. Das Teil rasiert. Also ich habe schon Messer aus 12C27 gesehen, die mussten wir erst eine Menge auf Schärfe bringen. Die Moras, die kommen auch immer gleich top scharf und das Messer, das ist auch einwandfrei scharf. Da gibt es nichts, also das rasiert sogar. Ja, vom Preis habe ich 89 Euro kostet das Messer hier in dieser Ausführung von Klingenart Beschichtung plus Scheide ohne Zubehör. Ne? Aber das sind gute investierte 89 Euro in ein gutes Produkt, in eine gute Firma. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das kleine White Steer Technic. Wer auf der Suche nach einem etwas anderen, außergewöhnlicheren Messer ist, wie so der Standard-Einheitsbrei. Ne, wie im anderen Video schon erwähnt, viele Firmen, die immer wieder die gleichen Designs auflegen. Ne? Sagen wir so, viele nordische Messer sehen ähnlich aus. Die ganze amerikanische Standard-Outdoor-Messer sind ähnlich. Diese Bush-Messer, Bush-Lorm-Messer und Scandi-Messer, wo es alles gibt. Und bitte Franzose, die Lagiols, ne? Eine Milliarde verschiedene Stück. Ne? Naja, wenn man was anderes Exotisches haben will, soll sich mal Wild Steer anschauen. Da gibt es einfach Messer, die man sonst so nicht woanders schon mal gesehen hat. Ne? Okay, Leute, danke fürs Reinzählen, bewerten, kommentieren. Wir sehen uns wieder hier auf dem Kanal beim Hebidi, wenn es was Neues gibt. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und haltet eure Messerchen draußen wie drinnen immer griffbereit. Ciao.